So ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, ich grüße euch. Heute zweite Staffel, zweite Folge und heute wieder ganz besonderer Gast. Heute ist der Mike zu Gast, Mike Cech aus Freital oder Tharandt, je nachdem. Ist ja alles so an gleichem Ort und Stelle. Wird sehr, sehr spannend für euch. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Was wir machen, zeige ich euch dann gleich. Begrüßt dann mit mir Mike Cech aus Freital. Also in diesem Sinne, bis gleich. Ciao, bleibt dran. Schön, dass du da bist, mein Guter. Freut mich. Gerne. Dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gern. Ich konnte ja schon sehen, dort draußen, wie du dich so ein bisschen warm gemacht hast für das Kochen heute mit mir. Aber ich weiß, ich brauche vor dir keine Angst haben. Niemand. Du bist ein herzensguter Mensch auf jeden Fall. Vielen Dank. Mike, unsere Küche heute. Ich meine, du verkörperst ja den Athleten schlechthin. In meinen Augen. Machen wir heute eine schöne Powerfood-Geschichte. Wir stimmen uns natürlich immer vorneweg ab, was kochen wir zusammen. Und da hast du gesagt, okay, mach mal hier so richtig schön was mit Gemüse, mit Eiweißen, mit Mineralen, mit ein paar Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Eiweiß. Genau, Fette, alles was, die guten Fette. Alles, was der Körper eigentlich von uns braucht, also was wir ihm zuführen, um natürlich dann... Und Kaffee. Genau, also, was kochen wir? Wir machen heute ein paar leckere Bratkartoffeln. Jetzt fragt ihr euch, was, Bratkartoffeln? Hallo? Fettig, ölig, wie auch immer. Nein, wird es heute nicht werden. Machen schöne, leckere Bratkartoffeln. Dazu ein Blattspinat. Dazu ein Wachtelspiegelei. Gebratenen Lachs. Und... buntes Gemüse, also machen noch ein bisschen Romanesco dazu, ein bisschen Karotte und so als leichte Mittagsgeschichte, also wenn man seinen Tag etwas leichter beginnen möchte, dann haben wir diese Joghurt-Quark-Mischung mit frischen Beeren, Haferflocken, Leinsamen und noch ein paar Birnen dazu. Ne? Genau, dazu mehr. Ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht erstmal die Quark-Joghurt-Speise so übernimmst. Okay. Die Kartoffeln haben wir im Ofen, die werden wir als Pellkartoffel vorgaren. Ich habe von dir gelernt, weil du bist ja nebenher auch noch ein Ernährungsberater, Ernährungscoach, Mental Coach, Personal Trainer. Gruppentraining. Gruppentraining, genau. Erzähl mal so ein bisschen was zu dem, was du tust, Mike. Wir beschäftigen uns mit dem üblichen Fitnessangeboten. Allerdings sehr speziell mit eigenen Programmen. Wir haben das ganze Segment für Kampfsport integriert, Ganzkörpertraining, funktionale Fitness, Gesundheitssport, Sport in der Prävention. Wir haben auch Reha-Sport-Angebote, Kindersport definitiv, die Jugend ist bei uns vertreten. Wir beschäftigen uns mit Ernährung, Erholung, Bewegung. Ganzheitlich ist unsere Sicht und Herangehensweise. Wir sind unterwegs als Gewaltpräventionstrainer, Konfliktberater. Und da über diese Schiene Konflikte, die im Außen entstehen, ihren Ursprung im Innen haben, sind wir dann auch bei diesem mentalen Training. Das heißt, da geht es dann auch an die Wurzel, an den Ursprung dieses Ärgers oder Stresses, den wir da erleben. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Stressmanagement, Schlafhygiene und alles, was vor allen Dingen auch für ein gut funktionierendes und einsatzbereites Nervensystem wichtig ist. Ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, weil der Junior, also der Louis, wurde im Prinzip vom Mike trainiert bei den Kung Fu Kids. Yep. Hat ihm wahnsinnig gut getan.
Also wir haben das gespürt natürlich auch zu Hause, auf jeden Fall, und ist wirklich empfehlenswert. Also Kinder, die ein bisschen ausgepowert werden, sollten auf jeden Fall, und natürlich auch Disziplin, was eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, Respekt vor anderen gegenüber, anderen Mitmenschen gegenüber, also hier eine Adresse definitiv, solltet ihr euch mal anschauen. Probetrainings macht ihr, glaube ich, auch, ne, wo ihr mal reinschnuppern könnt. In allen Bereichen. Also finde ich absolut mega. Gut, wir fangen einfach mal an, Mike, oder? Und ich denke mal, wir haben noch ein paar Storys zu erzählen nebenher, weil, ich sag mal, der Weg zusammen hat auch schon etwas früher begonnen. Das heißt, du warst früher mit Susi halt auch um die Häuser gezogen, in der Clique, ihr kennt euch. Genau, wie gesagt, den Louis trainiert und kurz vorm Sommerurlaub klingelt das Telefon oder kommt eine Nachricht, dass wir dann doch ganz spontan zusammen eine Woche Ungarn miteinander verbracht haben. War eine mega Zeit, für mich auf jeden Fall, definitiv. Wir hatten viel Zeit zum Quatschen und das tut Not. Bei jedem mal so ein bisschen, vielleicht mal so ein bisschen in sich gehen und mal mit anderen Augen auf die Geschehnisse schauen. No? Das kann nie schaden, auf jeden Fall. Richtig. Gut, Mike, würde ich sagen, Leg mal los. Gerne. Du brauchst Joghurt, und Quark, Haferflocken, die Himbeeren, Brombeeren, Haferflocken, Leinsamen, Birnen. Löffelchen habe ich hier. Zum Anrühren können wir ja erstmal hier die Edelstahlschüssel nehmen, oder? Mhm. Feuer frei, oder? Alles verarbeiten? Kannst du alles verarbeiten? Und also, Mike, im Urlaub hast du so eine ganze Portion mal alleine verdrückt, ne? Als erste Mahlzeit. Als erste Mahlzeit, genau. Und ich würde mich ganz einfach mal hier erstmal um das Gemüse kümmern, was bedampft, garen. Das heißt, hier ein Romanesco und Karotten bereite ich mir ganz einfach vor. Und zwischendurch können wir ja immer noch weiter schnacken. Ja. Haben wir noch so ein Hafermilch? Hast du keine, ne? Also ich nehme gerne Hafermilch dann, so ein bisschen für die Sämigkeit. Oder normale Milch geht natürlich auch. Normale Milch, so sieht's aus. Also man kann das sehr, sehr fest machen von der Konsistenz her, wenn man das mag. Ne? Das ist ein richtiger Brei. Ich mache mir das lieber ein bisschen flüssiger, da geht es besser rein. Okay. Und das ist wirklich tatsächlich deine erste Mahlzeit dann? Das ist, sehr, sehr oft meine erste Mahlzeit. Mehrmals die Woche, das hat recht Bums. Da haben wir Eiweiße, ein paar Fette. Wenn du Beeren oder Obst verwendest, hast du Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Eine Portion Fruchtzucker, da freut sich auch die Rübe, also das Köppel drüber. Richtig. Ganz klar. Und durch die Haferflocken haben wir natürlich schön die Ballaststoffe. Ballaststoffe, genau. Für unser Darmmikrobiom, also für unseren Mikroorganismus Darm, der im Darm zu Hause ist und von uns gefüttert wird. Und je nachdem, wie gut oder schlecht wir den füttern, dementsprechend gut oder schlecht kann es uns selbst damit gehen, da wir quasi in Symbiose leben mit dem Darmmikrobiom. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf so ziemlich alles, was wir so empfinden, bis hin zu Emotionen. Das darf man ruhig so ein bisschen auf dem Schirm haben, Wie wichtig das ist. Wir haben uns ja auch am Strand unten so ein bisschen länger unterhalten über Nervensystem, über Ernährung, über Situationen, die im Leben so widerfahren und dass man eben halt auch mal Sachen wirklich aus anderen Sichtweisen halt sehen kann oder mal auch soll. Fand ich mega spannend und seitdem her schaue ich mir natürlich dort in der Hinsicht ein bisschen Infomaterial an, was du mir mal weitergeleitet hast. Verfolge das auch regelmäßig und bin natürlich, so wie du auch gesagt hast, das kannst du dir manchmal dreimal, viermal anhören und du hörst immer wieder was Neues. Also wirklich eine sensationelle Geschichte.
Wenn man offen ist dafür halt, ne? Oder bereit ist, sagen wir es mal so. Genau, wenn du bereit bist, ja, das spürst du schon in deinem eigenen Leben, wenn der Moment gekommen ist. In der Regel sind so Krisen, persönliche Krisen, emotionale, private, berufliche, sind für viele der Einstieg in solche Themen. Letztlich ist es so, dass wie wir die Welt wahrnehmen, hat seinen Ursprung in unserer Einstellung, also wie wir eingestellt sind zu dem, was um uns drumherum ist, wie wir eingestellt sind zum Leben, zu den Menschen. Ja. Und diese Einstellung, danke, jetzt hat es via Muskelkraft aufgerissen. Mhm, dachte ich mir. Diese Einstellung prägt unsere Wahrnehmung. Es ist wie ein Filter, den wir vor den Augen tragen. Den haben wir alle und wir haben alle einen ganz eigenen Filter, weil das damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind, groß geworden sind. Korrekt. Also mega spannendes Thema. Ich sag mal, auf dieser Reise bin ich jetzt gerade, oder bin ich eingestiegen, ne? Und beginne dann auch morgen, du hast mich ja mal recht herzlich eingeladen, dass ihr mittwochs früh bei Zeiten in Tharandt in einer eurer Studios da einen Morgensport oder wie sagt man dazu? Ja. Morgensport. Das ist Training am Morgen, genau. Bevor jeder seine beruflichen Wege geht. Ja. Und dann habe ich mir so ganz einfach gesagt, verlass deine Komfortzone und beweg dich morgen einfach mal zu Mike. Und weiß nicht, Thomas, ist Thomas auch dabei morgen? Thomas ist morgen nicht dabei. Thomas ist nicht dabei, aber wahrscheinlich andere nette Kollegen, oder? Der hat eigentlich heute seinen Tag, seinen Vormittag. Und den haben wir ja heute. Hergenommen. Nach Konradsdorf verlegt. Als Verstärkung, als emotionale Verstärkung. Okay. Selbstverteidigung ist ein wichtiger Teil unseres Trainings, unserer Inhalte. Und ist eine Komponente, die wir gerne auch lehren. Das kommt sehr darauf an, mit welcher Intention derjenige oder diejenige zu uns kommt. Ist das gerade ein Thema? Ist das Thema Selbstverteidigung oder geht es da vielmehr um Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein? Das ist ein Einstieg in das Thema. Sich körperlich in der Lage versetzt fühlen, sich selbst schützen zu können. Ja. Das Simple Mix Training und das ist quasi ein Projekt aus aktuell 3 aktiven Trainern, die sich dort einbringen in ihrer Sicht der Dinge auf das Thema Fitness, Kampfsport, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Das kommt dann alles von uns dreien. Da sind neben mir noch der Paul und der Paul und die beiden sind da sehr, sehr gut aufgestellt inhaltlich. Der eine Paul ist Sozialarbeiter, macht gerade seinen Weg zum Erlebnispädagogen. Erlebnispädagogik ist irre, das ist quasi angewandte Tiefenpsychologie. Der andere Paul ist ein Trainerausbildung, hat eine interne Trainerausbildung gemacht und er hat jetzt auch eine externe Trainerausbildung noch praktiziert und auch sehr gut bestanden, abgeschlossen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, Fitness, Wellness, in der Richtung Coach. Genau. Okay, cool. Und da können wir uns gegenseitig A, überprüfen und B, auch immer gegenseitig weiterbringen. Und das ist natürlich für die Gesamtsituation einfach nur förderlich. Also wir lernen voneinander und wachsen miteinander. Das ist eine sehr coole Symbiose, die wir da gefunden haben. Und zumal ihr seid wirklich mega großartig aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man das so hört, in welche Richtung es überall geht, trotzdem beginnend bei den Kindern eigentlich dort anzufangen und über... Wo es losgeht, ne? Also, wie gesagt, Gemüse, Dampfgarn, den Lachs, den werden wir uns dann gleich braten und die Kartoffeln werden wir jetzt gleich mal aus dem Ofen nehmen. Die habe ich natürlich jetzt vorgegart als Pellkartoffel.
Und da gibt es auch noch was Spannendes dazu, Mike. Kalte Kartoffel halt, ne? Also Kartoffel, die einmal runtergekühlt wurde. Verändert ihre Stärkestruktur. Richtig. Dadurch wird die Stärke, die sonst sehr leicht verfügbar ist für den Körper und dadurch den Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigen lässt, diese Stärke wird resistenter, die wird quasi langsamer verdaut. Und das ist insgesamt besser für uns, für unseren Blutzuckerspiegel, also für unseren Organismus. Und dadurch wird die einmal abgekühlte Kartoffel ein Ticken gesünder, könnte man vielleicht sagen. Und die wieder erwärmte Kartoffel wird sogar noch resistenter in ihrer Stärke. Also gerne neben den frischen Kartoffeln die Kartoffel ruhig mal abkühlen lassen, weiterverarbeiten oder auch wieder aufwärmen. Beides eine gute Idee, um dem Blutzuckerspiegel einen Gefallen zu tun. Lecker? Weißt du nicht? Noch nicht, aber ich gehe davon aus. Du gehst davon aus. Standorte, Mike? Ich weiß, ihr habt in Tharandt auf jeden Fall ein Studio. Ja, kleines Kursstudio ist das. Was macht ihr da alles? Da machen wir so ein paar klassische Kurse, wie man das kennt, in Richtung Yoga, dann elementare Fitness, Elemental Fit. Das ist so ein Ganzkörpertraining. Mhm. Dann haben wir demnächst wieder eine Kooperation, auch in Tharandt, mit dem Kuta-Werk aus Freital. Die dort Kunsttanzen, oder? Kultur und Tanzen. Okay. Mhm. Das ist auch ein ortsansässiger Verein und die werden dort Tanzangebote und auch Fitnessangebote aufbauen. Dann haben wir Freital natürlich als Hauptstandort für unsere Gruppenangebote, was das große Erwachsenentraining betrifft und Teenager-Kindertraining. Das ist alles auf der Peusenthalstraße, Turnhalle Grundschule. Und dann sind wir jetzt aktuell dabei, uns auch in Freitalburg oben einen Stützpunkt aufzubauen. Wir würden gern noch das Outdoor-Training ein bisschen ausbauen, dann also quasi auch mit Trimmtischfahrt und der Möglichkeit, überhaupt draußen zu trainieren, wenn es das Wetter erlaubt. Plus die Möglichkeit, in die Schwerathletik mit einzusteigen, also mit einem schönen gezielten Zirkel, ein Ganzkörpertraining, auch mit schweren Gewichten, weil das einfach für den Organismus, für unseren Bewegungsapparat, für die Muskulatur sehr förderlich ist, da auch mal ein paar Gewichte in die Hand zu nehmen. Gut, wie darf ich mir denn morgen das Training vorstellen, Mike? Wenn ich dich morgen besuchen komme, morgen früh? Dann geht's los mit dem Kaffee. Okay. Also erstmal einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Ankommen. Ne? Ankommen, genau. Kurz, wir machen das immer so, wir sind da eine ganz entspannte Runde. Kleingruppentraining, da gucken wir mal, wie ist die Tagesform, möchte jemand was erzählen oder was fragen. Die Schwarmintelligenz quasi in Anspruch nehmen. Oder wir tauschen uns einfach nur aus über den Wochenverlauf. Und dann geht es ab ins Training, auch da wieder ein Ganzkörpertraining. Je nach Tagesthema ist das ganz unterschiedlich aufgebaut. Ziel ist immer, den ganzen Körper zu aktivieren. Hintendran ein bisschen mit Dehnung und zum Cooldown zu arbeiten, dass das der ganzen Sache einen runden Abschluss gibt. Okay, aber ich brauche hinterher kein Sauerstoffzelt, oder? Nee, gar nicht. Wirst du nie brauchen, weil bei uns tatsächlich einer unserer wichtigsten Mottos, erster Mensch, dann die Methode. Also im Grunde genommen kommst du zu uns als neuer Teilnehmer oder auch als Bestandsteilnehmer, dann natürlich auch. Und dann ist es für uns als Überschrift über unseren ganzen Inhalten das Wichtigste, dass ihr gesund und munter wieder rausgeht. Also ob wir nur Fitness- oder Kampfsporttraining machen, spielt keine Rolle. Ganz oben drüber steht deine Gesundheit, dich wohlfühlen. Das muss gegeben sein und darunter ordnet sich alles andere ein. Deine Tagesform wird berücksichtigt, dein Fitnesszustand, dein Gesundheitszustand und danach versuchen wir dann auch dein Training zu gestalten und auch anzupassen an deine Wünsche, Bedürfnisse, an deine Ziele. Wenn du sie klar formulieren kannst, können wir dir klar darauf antworten. Das sind ja auch von Mensch zu Mensch
die Ambitionen sehr unterschiedlich. Okay. Also ich bin mal erster mega, Mensch, dann die Methode. Ich bin mega gespannt drauf und freue mich schon drauf auf die Zeit. Ja, das wird gut. Das ist wie, wenn ich Sport mache, ist wie wenn du kochst. Es läuft. Sehr gut. Für die Bratkartoffeln habe ich jetzt vorbereitet. Wir haben Schalotten da, wir haben von den Lauchzwiebeln den unteren Teil der Lauchzwiebel. Die Kartoffeln werden wir jetzt noch pellen. Geht? Geht. Geht. Kann ich machen. Und wenn die gepellt sind, dann ist es eigentlich eine ziemlich schnelle Geschichte. Das machen wir gleich zusammen. So, ich geteiltes Leid ist halbes Leid. Darüber wechseln? Nee, wir stellen uns die jetzt hier in die Mitte und machen das mal flugs zusammen. Niki ist auch wieder mit im Boot, ne? Genau, hallo. Hi. Kai. Mike, Niki, Kai, Rizzo, Niki, Robert und dort sitzt Thomas. Ne? Gut, also Niki hat natürlich auch wieder was Zauberhaftes entsprechend dem Thema gesteckt. Fitness, Essen, leicht. Habe ich heute einfach mal meine Kollegin machen lassen. Coole Blumen. Ja. Und die hat gemeint, Mensch, lass uns doch einfach noch so Blüten und Kräuter aus dem Garten nehmen, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, bevor der Herbst kommt und dann alles weg ist. Und da wir heute eine leichte Küche haben, Fitness auch das Thema ist, haben wir was vorbereitet, was im Ganzen dann noch den Punkt obendrauf setzt. Also ich habe ja vor uns schon mal lunchen können. Ja. Machen wir aber dann später, wenn alles angerichtet genau. ist auf dem Tisch. Es sieht wieder mega aus, definitiv. So wie wir das von euch kennen. Ne? Wir geben uns immer die größte Mühe. Aus dem Blumenatelier in Freiberg. Genau, die Biene und die Nicole. Genau. So, ihr macht schön weiter. Genau, wir sehen uns dann, oder? Wir sehen uns dann später. Niki, bis dann, ne? Danke dir, ciao. Bis dann. Wenn du die dann hast, die Kartoffeln, ne? Tun wir die einfach hier nur so grob zerteilen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn wir die jetzt schneiden, dass sie nebeneinander kleben. Mhm. Ich habe hier als Kartoffelsorte eine vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt, die sich natürlich für Bratkartoffeln sehr gut eignen. Ne? Haben einen Stärkeanteil, der nicht ganz so hoch ist. Und wenn ich natürlich jetzt hier mit mehlig kochenden Kartoffeln meinen Bratkartoffeln machen möchte, wird das nichts. Die zerfallen ganz einfach. Ne? So, Viertel. Sehr gut. Cholesterin ist nicht euer Feind. Das ist ein Mythos, ein Märchen. Cholesterin ist ein ganz wichtiger Stoff im Körper. So eine Art Fetttransporter. Und ohne den ginge gar nichts. Das Gehirn selber, was ja sehr extrem fettig ist, hat auch einen sehr hohen Cholesterinanteil. Also wir brauchen Cholesterin. Ja. Aber halt auch in Maßen, oder? Nee? Das ist ein Thema, das ist echt knifflig. Also bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung und keiner Vorerkrankung ist dein Cholesterinspiegel, so wie er ist, völlig in Ordnung. Über Grenzwerte könnte man diskutieren, das machen wir an der Stelle nicht. Weil das, ja, in der Ernährungsberatung gar nicht so einfach ist, dagegen diese Art von Mythen und auch gegen teilweise pharmazeutische Empfehlungen anzukämpfen. Das ist nicht so einfach. Zum Braten unserer Bratkartoffeln brauchen wir natürlich hier eine Fettigkeit. In der Form haben wir ja keinen Speck oder Schmalz in der Hinsicht, sondern was nehmen wir? Ein Öl. In dem Fall hier ein Rapsöl. Lüftung an. Lüftung an.
will nicht. So, dann tun wir uns die Grillplatte auch vorheizen für den Lachs. Und für die Wachtelspiegeleier. Und das Gemüse geht ab in Dampfgarer. Gut, Mike. Also, Öl, Fettigkeit hast du hier. Ein Rapsöl. Geben wir dann unten rein, dann die Kartoffeln als erstes. Und dann schwenken wir die durch, ne, wenn es eine richtige Hitze hat. Ne? In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal hier um den Lachs. Wieder topfrische Ware hier aus dem Edeka heute. Tipptopp. So, und den legen wir dann hier schön auf die Haut, in die Pfanne rein oder auf den Grill. Und dann läuft das. Für unseren Spinat brauchen wir dann bloß noch die Schalotten klein gewürfelt. Wenn du jetzt gerade immer bei der Zwiebel dann warst, ne? Schneiden wir die in kleine Würfel. Unsere Beeren tun wir mal hier mit drüben dahin. Also Länge nach halbieren. Dann schneiden wir die erstmal so in Streifen. Und dann so ein kleines Würfelchen hier. Und das Endstück nehmen wir nicht. Den Strunk. Der würde zu Hause in eine Brühe oder in einen Soßenansatz Verwendung finden. Aber jetzt hier bei unserem Spinat halt nicht. So, das Öl ist heiß, oder? Hm. Sieht man? Sehr heiß. Sehr heiß. Soll das rein? Rein damit. Und ganz klassisch würzen wir unsere Bratkartoffeln. Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer. Und guten Majoran, oder? Ja. Also Salz, hier schönes Bergkernsalz wieder dazu. Hast du das mal probiert schon? Nein. Mike? Nein, doch, habe ich. Hast du schon, ne? Das ist das, was du mir mitgegeben hattest? Ja, genau. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr gutes Salz. Mal reich an Mineralstoffen. Und hat auch nicht ganz so eine Intensität wie das normale herkömmliche Salz, was man so im Laden kaufen kann, ne? Mit dem man sein Nudelwasser oder wie auch immer halt würzt. Also industrielles Salz auch jetzt mal in der Hinsicht, weil das ja gefiltert ist. Raffineriert. Ne? Genau. Was ist jetzt der Unterschied zwischen, also der Unterschied spürbar zwischen denen und denen? Die sind schärfer, ja. Die sind milder wie die. Die sind milder? Ja. Das okay. Ist so eigentlich die mildeste Zwiebel in der Küche. Ne? Die Schalotte. Man immer eine Schalotte daher. Mhm. Deswegen werden auch in Fonds und Soßen eigentlich immer die Schalotten verwendet, weil die nicht so eine ganze oder so eine Intensität haben wie eine normale Speisezwiebel. Oder, gut, du wirst es jetzt nicht mehr kennen quasi, oder du wirst es vielleicht noch kennen von früheren Mettbrötchen. Wenn du auf dem Mettbrötchen so eine Gemüsezwiebel drauf hast, ne, das war ja dann schon penetrant. Wenn du das aber mit einer Schalotte machst, dann ist das so eher so eine ganz elegante Geschichte. So, Bratkartoffeln brutzeln jetzt hier vor sich hin. Jetzt geben wir den Lachs hier auf unseren Grill. Noch ein bisschen hier tun wir noch Frühlingslauch, ein bisschen angrillen. Hier geben wir jetzt schon die Zwiebel mit rein.
Und für unseren Fisch machen wir noch so ein bisschen was von Olivenöl mit dazu. Hier würzen wir auch mit Salz und Pfeffer. Und braten den halt im Prinzip wirklich nur auf der Hautseite an. Die Haut, die dient wie so ein Schutz. Viele braten, das hatten wir ja schon mal in der ersten oder zweiten Folge, wo wir Lachs gebraten haben, dass er meist zu heiß und zu lange gebraten wird, wenn diese weißen Flocken da bei dem Fisch austreten, das ist das Fischeiweiß. Und das wäre dann eigentlich schon das Zeichen, dass der Fisch gar ist. Ne? Wenn natürlich schon das Fischeiweiß so richtig raus sprudelt aus dem Fisch, dann wird der Fisch natürlich auch trocken. Ne? Deswegen halt immer nur auf der Hautseite anbraten. Und wenn man in der Pfanne brät, vielleicht mit so einem Löffel von der Butter oder mit dem Öl halt mal so drüber träufeln lassen, dann ist das vollkommen ausreichend. Ja, das passiert auch, ne? Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Gut, Mike, dann würde ich sagen, kannst du eigentlich den Spinat ansetzen, oder? Gerne. Und zwar nehmen wir uns dafür den Wok daher. Du hast die Wahl, Olivenöl oder Butter oder beides. Wir machen erst Butter und wenn die Hitze abklingt, dann machen wir noch Spritzer Olivenöl dazu. Okay, also schalten wir uns hier den Wok ein, gehen auf Stufe 6, nehmen uns jetzt hier die Butter daher. So Mike, und wie sieht's aus, was denkst du? Wird das was oder? Aussehen tut es definitiv sehr lecker. Dann noch ein Highlight, die Wachteleier hier anzubrutzeln. Und dann müssen wir uns noch die Teller vorwärmen. Würzen im Prinzip unsere Bratkartoffeln jetzt hier mit Pfeffer. Haben wir wieder schön unser schwarzes Gold. Und Majoran. Darf an der Kartoffel nicht fehlen. Danke, Robert. Ich habe ja tatsächlich mal Hotelfachmann gelernt und hatte da auch eine Ausbildung in der Küche. Was hast du gelernt? Hotelfachmann. Mal vor 25 Jahren. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. Wirklich? Ja. Und ich hätte quasi auch als Beikoch arbeiten können mit dieser Qualifikation oder Ausbildung. Ja. Also Küche habe ich immer sehr gemocht. Und wo warst du da? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Im Lilienstein auf der Prager Straße. Ja, krass. Ja. Das wusste ich bis dato noch nicht. Mike? Kai? Sympathikus. Warum nicht viel Salz? Mike, ja. Wir fragen den Experten. Ja. Im Durchschnitt haben wir im Körper 10 Gramm Salz zu viel eingelagert. Und ein Gramm Salz bindet einen Liter Wasser. Das heißt, wenn wir sehr, sehr gerne sehr viel Salz essen, konsumieren, tragen wir im Grunde genommen jeden Tag 10 Liter Wasser im Bindegewebe eingelagert, überflüssig mit uns herum. Das ist auch das, wenn man in die Diät wechselt. Diät, jetzt mal neutral betrachtet an sich, das Erste, was ja verloren geht, ist Wasser eben. Wenn man die Ernährung umstellt, wird dann häufig auch
darauf geachtet, dass weniger Salz konsumiert wird, viel getrunken wird und dann schwemmt der Körper natürlich dementsprechend aus. Und das ist das Erste, was wir verlieren, ist einfach nur Wasser. Salz, ja, hat Auswirkungen auf den Blutdruck. Das ist auf alle Fälle wichtig zu wissen. Und ja, Salz ist natürlich, also es gibt ja diverse Umfragen halt, ne? Werden Köche gern mal gefragt, wenn sie auf eine einsame Insel gehen, welche 10 Gewürze würden sie auf die Insel mitnehmen? Das Erste, was sie immer sagen, Salz. Weil eine Speise ohne Salz ist halt schon, ja, das anders. Ist anders, definitiv. Sicherlich ist es eine Gewohnheitsgeschichte, keine Frage. Wir Deutschen neigen ja sowieso dazu, zu salzig zu essen. Mhm. Ja? Sich dort ganz einfach auch ein bisschen in der Hinsicht versuchen einzuschränken. Ja, zu sensibilisieren vor allen Dingen. Zum Beispiel Nüsse, wenn man Nüsse snackt. Ne? Natur. Natur. Sehr gesund, sehr lecker. Und geht auch sehr gut. So, jetzt Spinat hier rein. Gehen wir mit der Temperatur noch ein Stück runter. Du hast gesagt, Mike, Knoblauch ist nicht so dein Ding. Ne? Das habe ich gesagt, ja. Das hast du gesagt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen ihn weg. Oder nur um so ein bisschen den Hauch von Knoblauch mitzugeben, nehmen wir uns hier einfach mal eine Knoblauchzehe daher. Hep. Angeschlagen, damit rein. Und jetzt kannst du hier eigentlich mit der Pinzette cool. Das Ganze so ein bisschen vermengen. Natürlich müssen wir hier auch wieder würzen. Ne? Das heißt, Salz, Pfeffer, Mike, dein Part. Mhm. Der Lachs ist auf einem guten Weg. So, machen wir hier die Wachtelspiegeleier drauf und dann geht's ans Anrichten. Das Einzige, was wir noch machen müssen, wir müssen eigentlich nichts machen, aber damit es schöner aussieht, tun wir den Quark ganz einfach noch in die Porzellanschüssel da drüben rein. Ist das eine Frage? Also du darfst gerne oben die Finger rein, das Pfeffer, okay, da ist es mit der Schaufel gut. Doch mein Part hast du zu dosieren. Läuft. Gut, also Porzellanschüssel. Hier machen wir ganz einfach mal dein Wasser, stellen wir hier her, Mike. Das brauchen wir noch, ne? Na, Spinat besteht ja auch eigentlich zu hauptsächlich überwiegender Teil nur Wasser. Das heißt, bei einer Menge vom Spinat kann man sich natürlich immer wunderbar verschätzen halt, ne? Beim Einkaufen. Ja. Siehst du mal, der ist ich sag jetzt mal, ein Viertel vielleicht zusammengefallen, oder? Reicht gar nicht. Also ein Viertel bleibt mal über. Und drei Viertel zusammengefallen. Gut, also Quark hier rein, Quarkjoghurt. Juri, machen wir Eier. Muss man hier nochmal schmeißen? Nochmal wenden? Magst du mal probieren? Was denn? Zu schmeißen? Ach so. Beim nächsten Mal. Also ich habe das mal mit meinem guten Freunden, wo ich am Wochenende gewesen bin, mal angesprochen. Und der mich letzte Woche anrief und sagte, du Kai, was könnte ich denn heute mal zum Mittag essen? Gar nicht. Naja, er ist schon auf diesem Weg halt, ne? Trotz alledem. Also er ist auch, da ernährt sich gesund, bewusst auf jeden Fall.
und hat eben halt gefragt, was die Köche ihm jetzt in der Kantine halt zubereiten können. Und habe ich ihm gesagt, das und das und das. Und ich sage auch, es ist auch mal nicht schlecht, wenn du mal nichts isst, ne? Und er ist eben halt auch auf diesem Trichter. In diesem Intervallfasten-Rhythmus ist er unbewusst eigentlich schon drin. Mhm. Ne? Mike, magst du Bratkartoffel anrichten? Das heißt, machen wir hier jetzt noch einen Teil, dann komme ich mit dem Gemüse, das legen wir da links rechts. Und dann schnappen wir uns den Lachs, geben den noch mit drüber. So, jetzt kommt unser Gemüse. Kannst du ja übernehmen. So ein bisschen Karotte, ein bisschen dem Romanesco. Ich mache hier nochmal ein bisschen Pfeffer über den Lachs. So, Lachs da oben drauf. Mike, das kannst du auch übernehmen. Da würde ich die Kresse mal noch runterschneiden, oder? Jo. Allen Lachs? Da kannst du ruhig alles drauf machen, ja. So, da hat's fertig, oder? Mike? Wir können auch übers Gemüse noch einen Tropfen von dem Olivenöl. Wollen wir das machen? Wir holen uns erstmal die Niki dazu. Weil die Niki hat ja auch noch ein bisschen Dekomaterial mit dabei. Da ist er auch schon. Sieht wieder sensationell aus. Ein passendes Gesteck und vor allen Dingen mit, ich bin mal so frei. Ja, na klar. So, noch ein bisschen Kresse abmachen. Ich mache mal hier noch die noch mit ab. Genau. Und was noch? Den Hornfeilchen noch mit dazu. So. Passt alles zum Gericht noch mit dazu. Und schau. Haben wir das mit verarbeitet? Sehr schön. Mega. Kai, kannst du bei mir anfangen? Genau. Gut, also. Niki, sensationelles Blumengesteck mit essbaren Blüten. Werden wir auch dann gleich mit probieren, ne? Natürlich. Also, genau, gehen wir dann gleich mit der goldenen Sichel ran und auf geht's. Mike, es hat mich riesig gefreut. Gleichfalls. Fäustchen, wir sehen uns morgen früh 7:30. Um 7, 7:30. Niki, dir auch nochmal vielen lieben Dank. Gerne doch. Robert, du bist wieder sensationell dabei. Hier ist die Kamera, unser Gericht. Mike, schöne bunte Vielfalt. Finde ich mega, wird lecker geil schmecken. Das werden wir jetzt gleich tun, holen uns noch die Liebschuss mit ran. Und schaut zu, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und hier, wenn ihr was für euch tun wollt, für euren Körper und Geist, dann ab zum Mike. Ne? Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, wir sind raus. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Macht's gut. Tschüss. Mahlzeit.